Mein Name ist Sebastian Raho. Ich habe Henry Kreisels Roman ins Deutsche übersetzt. Ich bin zweisprachig aufgewachsen und für mich war es immer selbstverständlich, zwischen verschiedenen Sprachen und kulturellen Identitäten zu navigieren. Für mich ist Übersetzen eine existenzielle Metapher für das, was wir eigentlich den ganzen Tag machen, nämlich uns Fremdes, das irgendwie doch bekannt ist, aneignen und uns in der Welt heimisch machen. Und literarisches Übersetzen ist für mich eine Metapher für einen zivilisierten Umgang mit dem, was uns fremd ist. Für mich war in diesem Buch besonders fesselnd und auch beunruhigend, dass es jüdisches Leben 1935 zeigt, also das Alltagsleben einer Familie, wie sie leben, streiten, essen, diskutieren, hoffen, versuchen, Sinn aus der damaligen schwierigen Zeit zu machen. Und diese Personen sind sehr lebhaft geschildert. Und wir als Leser wissen natürlich, wie die Geschichte außerhalb dieses Romanes weitergeht und was mit diesen Menschen passiert wäre, wenn sie real gewesen wären. Der Roman handelt von einem jüdischen Mann, der nach Kanada emigriert war und circa 1935 nach Wien heimkehrt, um seine Familie zu besuchen. Er hat keine Ahnung von den politischen Umständen. Für Leser aus Deutschland ist an diesem Roman besonders spannend, wie aktuell viele der Themen in diesem Buch sind, das doch 1948 geschrieben wurde. Es geht um Migration, es geht um Identität, es geht um schleichenden und nicht so schleichenden Demokratieverlust. Und in all diesem Chaos fällt dem Hauptprotagonisten, der ein einfacher Arbeiter ist, nichts Besseres ein, als sich als einen reichen Mann darzustellen und seine Familie zu beeindrucken. Und während er das tut, scheint alles um ihn herum zu zerfallen. Ich sehe da gewisse Parallelen zu unserer heutigen Zeit und zu Diskussionen, die wir heutzutage führen. Jakob lehnte sich weit zurück in den Stuhl. Ah, sagte er, glaubt ihr, das war leicht? Als ich nach Amerika kam, wusste ich nicht, wo ich Geld für meine nächste Mahlzeit herbekomme. Aber Gott war gut zu mir. Jetzt ist es leichter. Um 10:30 Uhr komme ich in mein Büro, arbeite ein bisschen, aber nicht zu viel. Es war so eine köstliche Lüge. Wer konnte das Gegenteil behaupten? Er glaubte es sogar selbst in dem Moment. Alle im Raum waren erleichtert und froh darüber. Sie waren glücklich, dass für ihn alles so gut gelaufen ist. Manja beugte sich verschwörerisch zu ihm. Du verdienst also viel? Er zögerte einen Moment. Ich verdiene genug, sagte er knapp. Und damit war das Thema beendet.